Dad hat gestern gesagt, dass Sie mein Halbbruder sind. Wie ist denn das passiert? Ich bin irgendwie ausgerutscht. Au, lass lieber los. Sie verlassen sofort die Praxis. Dad, Oma hat mir geholfen. Das ist mir egal. Er ist hier unerwünscht. Sie studieren Musikwissenschaften. Ich studiere gar nicht. Ich jobbe als Postbote. Ist gar nicht so schlecht. David ist der Beste. Dann wird er sicher auch verstehen können, wenn du ihn gleich nicht treffen kannst. Was? Du musst bis zum heutigen Treffen schweigen. Aber ich muss David wenigstens Bescheid sagen. Das geht leider nicht. Ich hatte mich damit abgefunden, dass der Spender anonym bleibt. Und jetzt kommen Sie und plötzlich ist Tiffys leiblicher Vater zum Greifen nah. Ich will ihn nur sehen. Noch nicht mal kennenlernen. Sie wollen es also wirklich wissen? Ja. Sein Name ist Kerner. Edmund Kerner. Also, nochmal. Vielen Dank. Ja. Kerner, Ed Kerner. I have a dream. And I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together. Friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Und wie heißen Sie? Scholz. Schön, Sie kennenzulernen, Frau Scholz. Ja, das finde ich auch. Naja, jetzt, wo Tiffy aufgetaucht ist, dann werde ich mich mal wieder ums Pinguin kümmern. Wiedersehen. Ja, und vielen Dank nochmal wegen Tiffy. Keine Ursache. Sag tschüss, Tiffy. Wir müssen gehen. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte hierbleiben bei Ed. Darüber reden wir noch. Jetzt komm. Nein, ich will hierbleiben bei Ed. Du bist gemein. Tiffy. Komm mal, Tiffy. Wir sind gleich wieder da. Bruno hat mir geholfen. Da mein Fuß. Und du behandelst ihn wie einen Schwerverbrecher. Ich behandle ihn so, wie er es verdient. Quatsch! Du lässt ihn ja noch nicht mal erklären, was wirklich passiert ist. Ich weiß nur zu gut, was er uns angetan hat. Gar nichts weißt du. Er hat mir alles erklärt. Bruno kann nichts für die Sache mit der Blutkonserve. Mann, das war's. Herr Dr. Freitag, ich verbiete Ihnen, meine Töchter in Zukunft zu sehen. Dad! Und jetzt raus! Dad, bitte! Billy, lass gut sein. Bruno würde uns nie anlügen. Wir sind doch alle eine Familie. Billy, du weißt nicht, wozu dieser Mensch alles fähig ist. Eine Familie hat er schon versucht zu zerstören. Wenn hier einer was kaputt macht, dann du! Schluss jetzt, Sibylle! Verlassen Sie sofort die Praxis. Nein! Ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Bruno! Bruno, bleib hier! Du bist sowas von gemein. Das mit der Meditation und den Konzentrationsübungen sehe ich ein, aber warum schweigen? Die Anforderungen der Akademie sind hoch, sehr hoch. Daher sollten jedem Anfänger die besten Startchancen eingeräumt werden. Ja, die Vorbereitungskurse finde ich auch gut, aber warum darf ich den ganzen Nachmittag nichts mehr sagen? Caroline, du bist hochintelligent. Doch Erfolg besteht zu 10% aus Talent, und zu 90% aus harter Arbeit. Ja, sicher, aber was hat das mit dieser Aufgabe zu tun? Willenskraft und Selbstdisziplin sind zwei unverzichtbare Eigenschaften, die du für das Studium brauchst. Indem ich schweige. Richtig. Du wirst feststellen, wie schwer es ist, auch nur ein paar Stunden lang nichts zu sagen. Das glaube ich jetzt schon. Sieh es als Herausforderung. Challenge and Response. Die Triebkräfte der Geschichte. Aha. Caroline, prüf dich selbst, dein Engagement und deine Opferbereitschaft. Na gut. Du schaffst das schon. Also, dann bis heute Abend im Tanzstudio. Und bis dahin kein Wort mehr und nicht schummeln. Ich versuch's. Und? Gibt's
Neues von den Friedensverhandlungen? Nein. Aber Sie scheinen sich ja prima zu verstehen. Erstaunlich. Sie wollen wohl keine Kinder? Doch, doch, eine Menge. Aber hoffentlich nicht so arbeitsintensive wie Ihre Kleine. Ja, man muss sie schon zu nehmen wissen. So wie Ed. Ja. Aber ich möchte tanzen mit dir. Finde ich klasse. Und weißt du was? Ich habe eine Idee, wie wir deine Mama rumkriegen. Wie denn? Als ich klein war, hatte ich so einen Trick. Der funktioniert todsicher. Immer wenn ich was unbedingt haben wollte, war ich ganz lieb zu meiner Mutti. Und das klappt? Ehrlich. Und wenn ich dann ganz lieb gefragt habe, dann hat sie auch immer alles erlaubt. Cool. Funktioniert garantiert. Willst du es mal ausprobieren? Okay. Na komm. Hier möchte Ihnen jemand was sagen. Tut mir leid, Mann. Ach, mein Spatz, ich bin dir doch nicht böse. Wie haben Sie das denn geschafft? Das bleibt unser kleines Geheimnis. Du musst mir vertrauen. Wieso? Bruno ist doch mein Bruder. Wieso darf ich ihn denn nicht mehr sehen? Dr. Freitag benutzt dich nur. Schau, was er angerichtet hat. Burkhardt sind am Ende. Soll das unserer Familie auch passieren? Pam hat sich schon von uns abgewandt. Ja, kein Wunder. Was denn das auch für eine Familie, wenn du noch nicht mal deinem eigenen Sohn glaubst? Bruno Freitag ist ein gemeiner Verbrecher. Ich kann nichts dafür, dass er mein Sohn ist. Ich wünschte, weiß Gott, es wäre anders. Es ist aber so. Das kannst du doch nicht einfach so abtun. Ich will dich nur schützen. Verstehst du das nicht? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Und Bruno ist kein Verbrecher. Er hat versucht, die Praxis zu ruinieren. Er hat Lukas belastet. Willst du das nicht begreifen? Nein! Jetzt reicht's! Ich verbiete dir ein für alle Mal, dich mit ihm abzugeben! Ich lass mich von dir gar nichts mehr verbieten. Ich bin alt genug! Sicher, Billy. Aber du bist auch noch sehr naiv. Du weißt nicht, wie niederträchtig Menschen sein können. Ich will dir doch nur eine Enttäuschung ersparen. Ich hab dich doch lieb. Wenn du das unter Liebe verstehst, ja? Darauf kann ich auch verzichten. Sibylle! Erwischt! Sag mal, warum schleichst du dich denn einfach so vorbei? Hast du jetzt endlich frei? Prima. Was wollte Rose eigentlich von dir? Aha. Super, Jörn. Helf mir mal bitte. Russischer Schriftsteller mit 5 Buchstaben, hinten ein L. Gogol. Hab ich vergessen. Wo speicherst du das eigentlich alles? Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Pinguin. Hat's dir die Sprache verschlagen? Huhu, Caro. Komisch. Sonst plappert sie wie ein Wasserfall. Aber sie scheint uns zu hören. Aber irgendwas stimmt nicht. Was meinst du, Mulder? Scully? Ich glaube, das ist definitiv ein Fall für die Akte X. Angenommen, du darfst nicht anstellen. Darf ich? Danke, Mama. Was würdest du denn dafür tun? Weiß nicht. Ich räume die Spielzeugkiste auf. Na, das ist ja ein Angebot. Und darf ich? Wie kann ich denn da Nein sagen? Cool. Danke, Mama. Schaut mal, ich werde Tänzerin. Marci, Marci, Mambo. Du bist ja schon richtig perfekt. Also. Entschuldigen Sie? In dem Trubel vorhin habe ich ganz vergessen, Ihnen die Rechnung zu bringen. Bitte schön. Wie, das kann doch nicht sein. Leider doch. Ja, aber Sie müssen sich da verrechnet haben. Nein, ich habe nicht verhindern können, dass Tiffy die ganze Karte rauf und runter bestellt. Du hast gesagt, ich darf haben, was ich will. Stimmt, das habe ich gesagt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Ach Gott, das ist mir jetzt aber peinlich. Ich habe nicht genug dabei. Nehmen Sie vielleicht Kreditkarten? Leider nein. Was mache ich denn jetzt? Lassen Sie mal. Ich habe gute Beziehungen zum Personal.
Tut mir leid. Gebongt ist gebongt. Alles, was ich nicht kassiere, muss ich aus eigener Tasche bezahlen. Dann wirst du deine Schulden wohl abarbeiten müssen. In der Spülküche. So, danke. Das bekommen Sie auf jeden Fall zurück. Nix da. Die junge Dame hier wird jetzt Kellnerin. Traust du dir das zu? Na klar. Na, dann komm mal mit. Dann schau mir mal, was du kannst. Sie ist entführt worden. Nein! Nicht von... Doch! Von Aliens. Sie haben ihre Stimmbänder wegge... Gebeamt? Ja, sie wusste zu viel. Nein. Nicht Caro. Aber... Es gibt noch eine Chance. Ja? Du meinst dich. Ich soll... Ja, ja. Es gibt keinen anderen Ausweg. Auf deine Verantwortung. Verdammt! Was? Das ist eine Falle. Sie ist ein Replikant. Sie wird explodieren. Ducken! Verdammt, ich wusste, dass das nicht Caro ist. Mann, ihr Idioten! Ein Wunder, sie kann reden. Ihr habt alles vermasselt. Was haben wir vermasselt? So eine Art Selbstversuch. Kreuzung mit Alien-DNA? Nein, wie lange ich es aushalte, nicht zu reden. Komisches Wesen. Also, fürs Guinness-Buch reicht's nicht. Das kann er doch nicht von mir verlangen. Du bist mein Bruder. Du versuchst zu verstehen, er will dich nur schützen. Ja, genau das Gleiche hat er auch gesagt. Aber wovor denn? Vor meinem großen Bruder? Der spinnt doch. Ich glaube, er hat sich da etwas verrannt. Das ist zwar schade, aber das geht nur gegen mich. Für dich will er nur das Beste. Er liebt dich. Ach, Quatsch. Der will sich einfach nur durchsetzen. Wie kann er mir denn verbieten, dich zu sehen? Naja, er kann es ja. Aber ich muss mich nicht dran halten. Das hast du jetzt gesagt. Komm, ich bring dich nach Hause. Nein, ich will da jetzt nicht hin. Bestimmt kommt er gleich hinterher und verbietet mir irgendwas Neues. Billy, du musst deinen Fuß hochlegen. Ja, können wir nicht zu dir gehen? Ich will ihn jetzt einfach nicht sehen. Keine Widerrede, ich bring dich rauf. Du musst das klären. Nein, der kann mir mal gestohlen bleiben. Sei froh, dass du einen Vater hast. Ich hatte mein Leben lang keinen. Jetzt, wo ich ihn gefunden habe. Will er nichts von dir wissen. Hey, aber dafür hast du jetzt eine kleine Schwester. Stimmt. Also los, Schwesterherz. Na gut, hast dir recht. Weißt du, eigentlich ist unser Daddy gar nicht so übel. Bitte schön. Das ist schon unglaublich. Bei ihrem Freund, da ist sie lammfromm. Ed hat einen guten Draht zu Kindern. Nicht nur zu Kindern. Er ist wirklich sehr charmant. Deswegen habe ich ihn mir auch geangelt. Sind Sie schon lange zusammen? Nein. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich kann mir jetzt schon nicht mehr vorstellen, wie es ohne ihn war. Die große Liebe? Da haben Sie Glück. Stimmt. Und wenn wir erst irgendwann Kinder haben, dann ist es perfekt. Ed wäre sicher ein guter Vater. Der Beste. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Na, das hätte ich aber auch. Wir waren verabredet. Ja, stimmt. Das meine ich gar nicht. Was denn sonst? Na, ich sollte doch schweigen, um meine Selbstbeherrschung zu trainieren. Also, da kann man noch spannendere Sachen trainieren. Und die wären? Na. Das zum Beispiel. Und? Wie sieht's jetzt aus mit deiner Selbstbeherrschung? Spinner! Was? Noch nicht schwach geworden? Na, dann müssen wir die Dosis wohl erhöhen. Habe ich deinen Willen jetzt gebrochen? Fast. Aber da ich ein Alien bin, bin ich gegen deine Küsse immun. Ach Mist. Na gut, dann viel Spaß mit deinen Elite-Studenten. Du bist nicht sauer? Nein.
Aber morgen frühstücken wir zusammen, okay? Klar. Und keine Schule, kein Herr Rose, keine Uni. Versprochen? Versprochen. Bis morgen. Ich kann's kaum erwarten. Und ich träume von dir. Ich bin Dr. Bär. Herzlich willkommen. Bruno Freitag, Lukas Burkhardt. Dr. Freitag, wir waren schon sehr gespannt, Sie kennenzulernen. Das war ich auch. Ich habe tatsächlich den Abstand bezahlt. Was? Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ach, Bruno, mal ehrlich. Hätten Sie die Ablösesumme von mir angenommen? Vater, gezeugt hat er mich und dann ist er abgehauen. Wenn er es gewusst hätte, hätte er sich anders verhalten. Und wenn er es erfährt, wird er bestimmt alles für Sie tun. Zu spät. Dad! Billy, alles in Ordnung. Aber... Ach, reine Routine. Nach dem Feuer komme ich gleich wieder zurück. Ich hätte nie gedacht, dass Sie sich einmal gegen mich stellen würden. Das stimmt nicht. Ich habe Sie behandelt wie meinen eigenen Sohn. In meiner Praxis hatten Sie alle Möglichkeiten, sich zu profilieren. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Jetzt werden Sie nicht noch zynisch. Was sind Sie nur für ein Mensch? Verlassen Sie die Praxis. Sofort. Damals haben Sie Ihre Freundin verstoßen und jetzt wollen Sie mich verstoßen. Ich bin vielleicht Ihr Sohn. Nein, nein. Sie sind nicht mein Sohn. Sie sind ein Monster. Nein. Ich kann ihm nicht verzeihen. Wir begrüßen heute ein neues Mitglied in unserem Kreis. Caroline Bär. Notendurchschnitt 1,3. Caroline ist zu uns gestoßen, um sich wie ihr auf eines der beiden Stipendien zu bewerben. Natürlich wird der Druck dadurch größer. Aber vergesst nicht, nur Konkurrenz treibt zu Höchstleistungen an. Wieso denn nur zwei Stipendien? Ich dachte, das ist sicher... Caroline, ich werde dir kurz die Mitglieder unseres Kreises vorstellen. Oliver kennst du bereits. Er hilft mit, euch vorzubereiten. Willkommen im Kreis, Caroline. Danke. Christian Breuer. Notendurchschnitt 1,3. Herausragende Leistungen in Mathematik und Physik. Kerstin Fischer. Musisch sehr begabt. 1,2. Matthias Niemann. 1,1. Alexander Großer. Ebenso 1,1. Und unser Bester. Andreas Wuhler, 1,0. Hi. Setzt euch in den Kreis. Schließt die Augen. Entspannt euch. Richtet den inneren Blick zum Herzen. Lasst den Atem fließen. Was? Schließe deine Augen. Ich hab Durst. Ich will eine Cola. Da musst du Lisa fragen. Lisa ist doof. So wird doch nichts aus der Cola. Denk an unsere Taktik. Lisa? Krieg ich eine Cola? Hast du deine Mama gefragt? Ich krieg immer Cola. Kinder-Cola? Nee. Richtige. Hm. Okay. Wie sagt man? Mehr. Ich komm gleich. Ihre Kleine ist ja wirklich klasse. Sie meinen wohl eher verrückt, hä? Ein Dickkopf. Die weiß wirklich, wie man sich durchsetzt. Allerdings. Aber das ist meine Schuld. Ich verwöhne sie zu sehr. Naja, da müsste ich mich auch sehr beherrschen. Aber das ist nicht gut. Naja. Sie bräuchte eine starke Hand. Aber ich bin berufstätig. Und ich habe permanent ein schlechtes Gewissen, weil ich zu wenig Zeit für sie habe. Und dann fällt es Ihnen schwer, Nein zu sagen. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Simultandolmetscherin. Und solche Sitzungen, die dauern manchmal bis spät in die Nacht. Ja, nicht einfach.
Also ich finde, Sie haben Tiffy gut hingekriegt. Na, das hat man ja vorhin gesehen. Wenn Sie nicht gewesen wären, dann stände sie jetzt immer noch draußen, schmollend. Und ich hätte einen Nervenzusammenbruch. Das haben wir ja zum Glück verhindert. Allerdings komme ich jetzt wohl nicht mehr drum rum, Ihre Tanzstunden zu erlauben. Tja, das ist so ein Werbetrick von mir. Na, aber im Ernst. Tiffy ist begabt. Sie hat ein gutes Rhythmusgefühl. Liegt das in der Familie? Ja. Öffnet euch. Der Atem durchflutet euch. Ihr spürt die Wärme. Und jetzt atmet tief durch und öffnet die Augen. Caroline? Hat dir die Übung gefallen? Ja, war gut. Was hast du gespürt? Gespürt? Ich glaube nichts. Ich habe meinen Atem gehört und meinen Herzschlag. Sehr gut, Caroline. Die wenigsten Anfänger können sich so gut entspannen. Also habe ich es richtig gemacht. Du hast den richtigen Zugang. Den musst du durch ständige Übung verstärken. Meditation steigert unsere Aufnahmefähigkeit und unsere Konzentration. Diese Aufgabe hat Caroline gut bewältigt. Aber sie hatte noch eine andere Aufgabe zu lösen. Was müssen wir trainieren? Unsere Willenskraft und Selbstbeherrschung. Caroline, hast du, wie ich dir aufgetragen habe, den ganzen Nachmittag geschwiegen? Oder hast du versagt? Dad? Ja? Wo willst du denn hin? Ein bisschen frische Luft schnappen. Ich muss mir über einiges klar werden. Dad, ich muss dir was sagen. Es tut mir leid, ich war vorhin ganz schön gemein zu dir. Wir haben es alle nicht einfach im Moment. Ich weiß doch, dass du nur das Beste für mich willst. Aber ich war so wütend und dann bin ich einfach ausgeflippt. Ich hab's nicht so gemeint. Das weiß ich doch. Bruno hat dich sofort verstanden. Bruno? Mhm. Er hat mir erklärt, wie wichtig eine Familie ist und dass ich froh sein kann, dass ich überhaupt einen Vater habe, weil er doch nie einen hatte. Ja. Ist alles okay? Ja, ja. Alles okay. Und jetzt leg dich wieder hin, du musst deinen Fuß schonen. Ei, Professor. Dad? Ja? Ich hab dich lieb. Es gibt einen Anfängerkurs, der sehr auf Bewegung ausgelegt ist. Es wäre falsch, jetzt schon bestimmte Schritte beizubringen. Und außerdem sind da zwei Mädchen in ihrem Alter drin. Gut, Sie sind der Experte. Wäre das nicht auch was für Sie? Kommen Sie doch mal mit. Für mich? Ich bin total unbegabt. Ich stolper beim Tanzen immer über meine Beine. Dann hat Tiffy das Talent also von ihrem Vater geerbt. Meinen Sie Ihren Vater? Oder meinen Sie Ihren Erzeuger? Ist das nicht dasselbe? Nicht in Tiffys Fall. Ich verstehe nicht. Ich glaube doch. Würden Sie auch Ihrer Tochter Tanzunterricht geben? Bruno! Bruno! Sohn. Vater.